Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Zuerst mal, jetzt bewahre ich euch heute eins der geilsten Games, was auf Steam gibt. Ich könnte mir nicht sagen, dass es ein besseres Game gibt. Und natürlich ist von der Rede vom Eissimulator. Ne, Spaß, aber ich wollte euch heute mal den Eissimulator vorstellen. Da geht es darum, man muss, glaube ich, 10 Millionen Mal auf diesen Teil da klicken. Dann kriegt man ein Achievement. Also jetzt ohne Scheiß, man muss hier wirklich so die ganze Zeit draufklicken. Also ich denke mal immer, wer macht solche Spiele? Die am meisten sind genau diese Spiele, die was so viel aufmerksam bekommen. Man muss halt wirklich hier nur klicken. Also mehr ist es halt nicht. Das gleiche so, ich sehe auch die ganze Zeit so Spiele, wo man zum Beispiel so, wie man Supermarkt zum Beispiel, was ich gerade Let's Play, da kommen tausende von den Games auf Steam raus. Prolog. Wo ich mir auch denke, warum so viele auf einmal so Prolog? Es sind zwar verschiedene Firmen, aber irgendwie komisch. Ja, aber nebenbei drücke ich einfach mal hier das Ei und tue ein bisschen talken so. Also es gibt halt so viele Games, so was ich denke, okay, warum jetzt genau so ein Game? Also, lustigerweise, dieses Game gibt es auch eine RTX-Version. Das muss man dazu auch sagen. Also, wer es halt noch in geilere Grafik haben will, die RTX-Version gibt es auch noch. Dazu. Ist halt eine Überlegung wert. Also ich habe noch gesehen, es gibt sogar Skins für dieses Spiel. Also, da kannst du zum Beispiel so einen MLG-Skin oder irgendwas holen und noch viel mehr Skins und solche Sachen. Also, ja, muss ich nicht finden. Aber irgendwie hätte dieses Game was, wenn man noch so, wie so, wie heißt das, gibt ja dieses böse Boss oder so, gibt ja dieses, hat das Game gegeben auf dem Handy, wo es den Boss verprügeln konntest. Das mit diesem Ei wäre lustig. Also es hätte was, wenn man bei dem Ei diese Waffen drauf boxen kann und das ändern kann, die Maus und Tastatur. Also es hätte was gehabt. Ich glaube, eine Million Mal muss man auf das Ei draufklicken, damit es was passiert. Und ich bin halt doch dafür, dass wir es jetzt so machen. Ich lade mir schnell einen Autoklicker runter und schau mal, was passiert. Ich will diesen Erfolg haben, möchte ich Ihnen zeigen. Sagen wir, sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt zum Schluss gekommen, dass dieses Game auch mit Autoclickers zu lang dauert, um am Ende zu kommen. Deswegen packe ich hier noch ein anderes Spiel rein, und zwar den Mining Clicker, oder wie der heißt, das auch was ich mit Mining zeige ich euch den auch mal. Und was mir aufgefallen ist, dieses Game hat als Text Psycho Horror, sexuelle Inhalte, Hentai und Romantik. Ja, das ist halt, hat schon was Lustiges. Jetzt ziehe ich hier nochmal drauf. So, das wollte ich erreichen. Deswegen jetzt sehen wir uns gleich ein bisschen meinen Teil wieder. Bis gleich. Alter. So, wie versprochen, zeige ich euch noch ein kleines Clicker-Game, und zwar Mr. Miner. Aus dem Grund, weil Cookie Clicker was kostet auf Steam. So, ich habe keinen Bock dafür Geld auszugeben, bin ich ehrlich. So, mein Startname. Marcel. Let's go. Hier kannst du spielen, nämlich den Fenden. Das ist dein Ernst? Doch, geht doch so. Ja, okay. Ah, ich muss auf die Kohle klicken, okay. Habe ich mein System? Muss hier halt wirklich so klicken. Das ist schon gut. So. Also wirklich, so du sagst, du kannst einfach cool einen Klicker anstellen. Verkaufen. Nein, du musst halt wirklich schauen. Da
Das hat was. Nein, ja. Hilflampen, er ist ein guter Mann. Ja. Dieses Game ist halt besser als die anderen Cookies. So Klicker finde ich, weil du kannst jetzt hier wirklich nicht cheaten. Jetzt sag ich, ich gebe jetzt meinen Cheater her an, ja. Bringt mir halt jetzt viel, wisst ihr, was man so. Bringt mir halt genau gar nichts. Oh, so. Ja, ich kann es zwar so machen, ja, aber. Ich habe auch nicht viel. Kannst du da ein bisschen schneller durchwerden, aber sonst ist das halt nicht wirklich viel. Sag so. Ich hab denn Geld, ja, so eine klar war. Oh. Oh, ich hab mein Geld. Ui. Geld habe ich gar nicht. So. Komm, komm, viel Geld. Mein Mitarbeiter. Gib mir Geld. Gib mir wichtig. Oh ja, gib mir euer Geld. Oh, was ist kaputt zu? Wir wollen mehr an mir. Das ist nicht gut. Ich will jetzt auch wieder mehr raus. Ja, das stimmt. So. Handwerkszentrum. Das will ich nicht so. Was kann man da alles noch bauen? Ja, okay. Ich kann den Bohrer upgraden mit 52. Was kann ich da schon runterkommen oder wie? So. Das will ich nicht. Ja, wie viele Dinge ich jetzt denke so? Bohrer upgrade. So, so schneller kriege ich mehr Leute runter. Ah, oh, hat was. Ja, irgendwie bin ich jetzt wirklich in das Game reingekommen, so. Ja, entdeckte Silber. Und ich jetzt auch hier gehen ins Game? Ich will verkaufen, ne? Oh, oh. Geschwindigkeit, oh. Oh, was gibt's denn da noch so? Uran. Verkaufe ich einfach später Uran. Ja, was am meisten bietet, kriegt Uran, oder wie? Aber wie darf ich das jetzt verstehen? So. Wir machen da viel zu viel Geld gerade, glaube ich. Oder? Kann man wohl viel Geld machen, kann ich. Wissen, wenn was kommt. Aber irgendwie kommt da nichts mehr so großartig. Hat kriegt zwar viel Geld und so. Ja, nee. Ich würde sagen, Leute, das war's auch mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.